Freitagabend, der 4. August 2017. Sie schauen den Elbe-Kanal. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen zum Regionalmagazin hier aus dem Studio in Schönebeck. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute haben wir wieder interessante und abwechslungsreiche Themen für Sie im Programm. Wie immer hier die Übersicht. Geocachen. Kinder suchen im Tannenwäldchen nach Schätzen. Lutherjahr. Wir zeigen Ihnen den neuesten Beitrag aus unserer Sendereihe. Und Gewinnspiel. Wir geben die Gewinner für Zirkus Krone und das Medium der Woche bekannt. Am Anfang der heutigen Sendung möchten wir erst einmal herzlichen Glückwunsch sagen, und zwar an die Gewinner unserer Freikartenaktion für den Zirkus Krone in Magdeburg. Sie dürfen die Premierenveranstaltung besuchen und sehen jetzt Ihre Namen hier unten eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch. Alle die, die nicht gewonnen haben, aber mitgemacht haben an dieser Stelle, vielen Dank fürs Mitmachen. Nicht traurig sein, wir haben natürlich auch in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Aktionen, wo es Freikarten für diverse Veranstaltungen gibt. Wir bleiben in Magdeburg und kommen zum Benefizcup. Das Ganze im Drachenbootrennen, nun bereits zum dritten Mal, wird dieses Event veranstaltet. Wir blicken noch einmal zurück auf das Jahr 2015, wo das Ganze seinen Anfang gefunden hat, und laden Sie jetzt schon einmal recht herzlich ein, an diesem Wochenende bei dieser Veranstaltung mit dabei zu sein. Magdeburg paddelt für den guten Zweck. Wie schon in den Vorjahren treffen sich auch 2017 wieder Wassersportvereine und Spaßteams aus ganz Deutschland zu einem Drachenbootrennen der besonderen Art. Am 5. August verwandelt sich der Salbgersee 2 in eine Bühne für den größten Charity-Event Sachsen-Anhalts. Also die Eltern-AG, das ist ein Elternkurs für Familien in besonders belastenden Lebenssituationen. Und wir haben im letzten Jahr, um Aufmerksamkeit für unser Thema zu erzeugen und um Spenden zu sammeln, ein Benefizrennen veranstaltet. Da sind Promis gegen die Pink Pocahontas, also gegen uns, angetreten. Und das hat großen Spaß gemacht und deswegen dachten wir uns, wir machen es ein bisschen größer in diesem Jahr und lassen mehrere Teams gegeneinander antreten und nennen das Ganze Benefizcup. Entgegen vieler Behauptungen entscheidet auch in Deutschland oft die Herkunft über Bildungschancen und die Zukunft. Die Eltern-AG unterstützt durch Schulungen belastete Familien und macht aus ihnen, so die Gesellschaft, kompetente Mütter und Väter. Durch Benefizveranstaltungen wie das Drachenbootrennen in Magdeburg werden Spenden gesammelt, um solche Kurse auch weiter anbieten und durchführen zu können. Dem Gefühl, was Gutes getan zu haben, Kindern geholfen. Ja, also muss ja nicht immer finanziell, man kann ja auch mit Körperkraft mal ein bisschen dazu beitragen. Ja, weil wir natürlich die Eltern-AG unterstützen wollen, die machen einen super Job und wir haben uns gedacht, da wir schon mal mit ihnen zusammengearbeitet haben, dass wir das auf jeden Fall wiederholen sollten. Das hat sich heute angeboten hier beim Drachenbootrennen, beim Benefits Cup und hat Spaß gemacht, macht echt viel Spaß. Also wir hätten es vorher wirklich nicht für möglich gehalten, es war ein unglaublicher Zuspruch. Wir müssen dazu sagen, wir haben ein bisschen kurzfristig angefragt, aber zum Beispiel die Novelis Deutschland GmbH war sofort bereit mitzumachen. Ganz groß dabei auch unser Medienpartner Radio SAW, die haben uns sehr unterstützt und auch alle anderen, auf die wir uns immer verlassen können, waren sofort zur Stelle. In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Spendengelder gesammelt werden, die zur Unterstützung der Eltern-AGs deutschlandweit genutzt werden. Wir sind die Eltern-AG Friends. Okay. Ich bin dabei, um meine Freundin zu unterstützen, die dort arbeitet bei der Eltern-AG. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Leute dazu bewegen können, hier beim Drachenbootrennen mitzumachen, weil wir werden ja erzählen, wie toll es war. Und ich denke, da werden sich noch die ein oder anderen Kollegen dazu durchringen, hier mitzumachen. Erstens, man hilft. Zweitens, es macht unglaublich viel Spaß. Man hat Öffentlichkeitswirkung und so, ja. Den Rahmen für den dritten Benefizcup bildet eine der größten Wassersportveranstaltungen in Sachsen-Anhalt. Das 17. Magdeburger Drachenbootfestival. Neben den spannenden Drachenbootrennen erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Bühnenshow, eine Tombola und ein buntes Kinderprogramm.
Man muss kein Drachenboot-Profi sein. Wir erklären hier allen, wie es funktioniert. Alle sind bis jetzt ins Ziel gekommen. Das macht einen Riesenspaß und die Atmosphäre ist einfach super. Hebt euren Hintern von der Couch, kommt hierher, genießt die Sonne, esst Kuchen, trinkt Kaffee und tut was Gutes. Also, liebe Benefizteams, liebe Mitpaddlerinnen und Mitpaddler und vor allem lieber Wassersportverein Bug auf Hermersleben e.V. und da die Machteboyer. Wir danken euch ganz, ganz doll dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß und freuen uns aufs nächste Jahr. Alles wird super. Vielen Dank. Unterstützen auch Sie diese Aktion, besuchen Sie die Veranstaltung oder spenden Sie. Die Teilnehmer werden es Ihnen danken und ganz besonders natürlich auch die Organisatoren. Wir bleiben weiterhin in Magdeburg und blicken auf das Lutherjahr. Denn in Magdeburg gibt es zahlreiche Sachen zu entdecken, zu bestaunen oder sich einfach mal anzuschauen. Also unser Beitrag zum Thema, was gibt es in Magdeburg zu sehen und zu entdecken zum Thema Luther. Die Magdeburg Marketinggesellschaft, die sich um den Tourismus in der Stadt kümmern soll, hatte am Mittwoch in die Johanneskirche eingeladen, um das touristische Programm im Lutherjahr vorzustellen. Dazu hatte man den Oberbürgermeister überredet, als Luther verkleidet aufzutreten. Und da stellte sich natürlich die Frage, kommt er als Mönch, der damals die Thesen verfasste, oder als Junker Jörg mit Rauschebart, als der Luther die Bibel übersetzte, oder als gut situierter Theologe auf dem Höhepunkt seines Schaffens? Die Wahl fiel natürlich auf die letztere Erscheinungsform, in der Stadtführer übrigens demnächst immer sonntags auf dem Pfaden Luthers durch die Stadt führen wollen. Luthers Pfade wären dann auch schon das nächste Stichwort, denn den Magdeburger Tourismusfachleuten ist es gelungen, 3 Ziele in der Stadt dem Luther-Pilgerweg hinzuzufügen. Ein solches Ziel ist natürlich die Johanneskirche, weitere gilt es zu entdecken. Jede besuchte Station wird mit einem Stempel im Wanderpass belohnt. Das wäre natürlich etwas für Individualisten. Wer lieber in Gruppen unterwegs ist, für den sollte Pfingsten in Magdeburg ganz oben auf dem Terminkalender stehen. Also keine Frage ist das natürlich zum einen der Kirchentag auf dem Weg Ende Mai. Das ist ein ganz großes Happening für die Stadt. Es richtet sich an Gäste, aber natürlich auch an die Magdeburger selber. Vielleicht mit dem Thema Reformation, mit dem Thema Luther ein bisschen mehr in Verbindung zu kommen. Und dadurch, dass das Angebot so breit gefächert ist, also von Bibelarbeit bis zu Familienfesten, bis zu einer Schiffsprozession, ist wirklich für jeden etwas dabei. Und deswegen sollte man das unbedingt nutzen als ein großes Highlight. Das andere große Highlight ist natürlich die Ausstellung gegen Kaiser und Papst im Kulturhistorischen Museum. Einfach um auch nochmal in allen Feinheiten nachvollziehen zu können, wie hat sich die Entwicklung in Magdeburg eigentlich ergeben rund um Luther. Denn der Thesenanschlag in Wittenberg war das eine, aber das Durchsetzen des Themas, dazu brauchte es eine deutsche Großstadt und das war Magdeburg. Und das hat sehr gut funktioniert und das mochte der Papst nicht unbedingt, der Kaiser dementsprechend auch nicht. Dafür haben wir bluten müssen und das wird sehr gut in dieser Ausstellung aufgearbeitet werden. Solche Mega-Veranstaltungen sind natürlich dazu geeignet, die Übernachtungszahlen in der Landeshauptstadt nach oben zu treiben, auch wenn die meisten wohl in Privatquartieren unterkommen durften. Aber auch das Beherbergungsgewerbe durfte davon profitieren, konnte es doch in den vergangenen Jahren einen Zuwachs von über 3% verbuchen. Wir möchten gerne, dass unsere Stadt auch ein Stück weiter in diesem Kontext wahrgenommen wird. Es gibt viele Städte, in denen Luther war, gar keine Frage. Aber in Magdeburg war eben auch und gerade hier in der Johanneskirche, wo er gepredigt hat, 1524, ist das eine bemerkenswerte Predigt gewesen, die auch Magdeburg dann in einen langen Weg der Reformation geführt hat. Das war eine der größeren Städte, die damals die Reformation auf den Weg gebracht hat. Und von daher ist es schon eine bedeutende geschichtliche Nuance auch für unsere Stadt. Und wenn die Bettenkapazitäten in den Lutherstädten Wittenberg und Eisleben ausgebucht sind, bietet sich auch Magdeburg an, mit Hotelbetten und einer extra Zugverbindung morgens hin und abends zurück. Darüber hinaus gibt es Konzerte, es gibt andere Veranstaltungen, noch zusätzlich Ausstellungen, zum Beispiel im Kunstmuseum gibt es eine Ausstellung, seht, da ist der Mensch. Wir haben verschiedene Reiseangebote, es gibt sogar gastronomische Luther-Teller zu essen in verschiedenen Restaurants. Also Magdeburg hat sich ganz dem Thema Luther in diesem Jahr verschrieben.
Ja, soweit ein Auszug des Programms für die Gäste. Aber natürlich dürfen auch die Einheimischen davon profitieren und sich ansonsten natürlich als perfekte Gastgeber erweisen. Schließlich sollen die Besucher ja wiederkommen, auch wenn mal kein Lutherjahr ist. Von den Möglichkeiten, mehr über Luther in Magdeburg zu erfahren, kommen wir nun zu den Kurznachrichten. Unter anderem geht es hier wieder um die Öffnungszeiten der Schwimmhalle und auch die Erdgas Mittelsachsen bildet in diesem Jahr wieder aus. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Neue Umgebung, viele neue Leute und dann noch eine Gefühlswelt, die zwischen großer Nervosität vor und großer Freude auf das neue Berufsleben schwankte. Das alles prasselte am 1. August auf 6 junge Leute zum Ausbildungsstart bei der Erdgas Mittelsachsen GmbH. Seit Gründung des Unternehmens im Jahre 1992 starteten hier inzwischen rund 60 junge Frauen und Männer in ihre berufliche Zukunft. Viele von ihnen sind bis heute bei der EMS tätig, haben sich weiterqualifiziert und sind inzwischen auch mit leitenden Aufgaben betraut. Für 10 Jugendliche beginnt ab sofort ein neuer Lebensabschnitt. Die jungen Frauen traten am vergangenen Montag ihren Dienst im Freiwilligen Sozialen Jahr im Ameos-Klinikum an, um den Beruf besser kennenzulernen. Dabei erhalten die FSJler einen Einblick in die verschiedensten Bereiche, wie beispielsweise der inneren Medizin, der Chirurgie und der Kinderheilkunde. Ebenfalls wurden mit den FSJlern auch 2 Auszubildende zum medizinischen Fachangestellten im Ameos-Klinikum begrüßt. Ellen Siersleben aus Magdeburg und Steffen Brauer aus Biere im Bördeland beginnen derzeit eine Ausbildung zur bzw. zum Verwaltungsfachangestellten in der Stadtverwaltung Schönebeck. Dazu wurden sie am Dienstag anlässlich der Unterzeichnung ihres Ausbildungsvertrages herzlich von der stellvertretenden Oberbürgermeisterin Gisela Schröder im Rathaus begrüßt. Nachdem der Markt in Salzelmen neu gepflastert wurde, musste das Pflaster noch 3 Wochen ruhen. Somit kann der Wochenmarkt ab dem 10. August dieses Jahres wieder regelmäßig auf dem Marktplatz in Bad Salzelmen stattfinden. Die Wochenmärkte in Bad Salzelmen finden immer dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr statt. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Wissen Sie, worum es geht, wenn das Thema Geocachen aufgerufen wird? Nicht? Dann sollten Sie dranbleiben, denn unter anderem mit diesem Thema geht es nach der Werbung weiter. Darüber hinaus blicken wir auf die Veranstaltungstipps, präsentieren das neue Medium der Woche und auch hier natürlich die Gewinner. Also dranbleiben, gleich geht's weiter. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Die Grillsaison ist in vollem Gange und das passende Grillgut finden Sie bei der Fleischerei Brinkmann in Altfrohse. Unser Geschäft bietet ein umfangreiches Angebot an Spießen, Steaks, Würsten und leckeren Salaten. Kundenparkplätze, Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst ist. Bei Kills Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck gibt es die passenden Geschenke für die kleinen Bürger unter uns. Ein Kinderbesteck mit persönlicher Gravur, hochwertige Trinkflaschen, Brotdosen und Platzdeckchen mit verschiedenen Motiven lassen jedes Kinderherz höher schlagen.
Ein besonderes Angebot gibt es natürlich auch in den Monaten Juli und August. Zahlen Sie statt 14 Euro nur 5 Euro für eine Gravur beim Kauf eines Kinderbestecks. Bei der vielfältigen Auswahl ist für jeden das Passende dabei. Kilz. Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 03053. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 80 Cent, Nacken mit Knochen 100 Gramm zu 65 Cent, Nacken ohne Knochen 100 Gramm zu 70 Cent, marinierte Nackenscheiben 100 Gramm zu 80 Cent, grobe Leberwurst 100 Gramm zu 90 Cent und feine Teewurst aus eigener Herstellung 100 Gramm zu 90 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus der Werbung. Sie schauen das Regionalmagazin am Freitag, dem 4. August 2017. Wissen Sie, was der Begriff Geocachen bedeutet? Wenn nicht, sollten Sie jetzt gut zuschauen, denn die Kinder und Jugendlichen und natürlich Betreuer des Jugend- und Kinderbüros Piranha machen sich einmal auf den Weg in das Tannenwäldchen, um genau diese Aktivität dort durchzuführen. Schatzsuche auf moderne Art. So lässt sich das Phänomen Geocachen beschreiben, welches Anfang 2000 seinen Ursprung hat. Auch das Kinder- und Jugendbüro Piranha führt in regelmäßigen Abständen so eine Schnitzeljagd durch. Vergangenen Mittwoch traf man sich dazu im Tannenwäldchen, um mithilfe modernster Technik auf Schatzsuche zu gehen. Geocachen ist eine Form der
Schatzsuche, und zwar einer elektronischen Schatzsuche, so wie wir das aus unserer Kindheit vielleicht noch kannten, wo Zettelchen an Bäume gepinnt waren. So funktioniert das nicht, aber so ähnlich. Wir haben eine elektronische Schatzsuche. Dort finden wir mit Hilfe von GPS-Geräten kleine Dosen, kleine Schätze und laufen verschiedene Stationen an. Für die Kinder war es ein besonderes Erlebnis. War man doch gespannt auf den geheimnisvollen Schatz am Ende. Schnell konnten sie sich mit den Geräten vertraut machen und anhand der ersten Koordinaten auf Schatzsuche gehen. Für unser Geocachen brauchen wir eigentlich nur ein Geocache-Gerät, sprich ein GPS-Gerät. Und wir brauchen die Stationen. Die habe ich denn alle schon da. Da habe ich vorbereitete Stationen. Ich habe fertige Touren. Eine Tour, wie gesagt, ist die Tour im Tannenwäldchen. Dazu habe ich das ganze Equipment, sprich Dosen, mögliche Verstecke. Eine finale Dose habe ich da und die GPS-Geräte habe ich auch da. Würde man jetzt als Familie oder als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener sagen, er möchte geocachen, der braucht dazu entweder ein GPS-Gerät oder heutzutage hat jeder eigentlich ein internetfähiges Smartphone und damit kann man auch geocachen, dann hat man den Vorteil, dass man eigentlich keine Anschaffungskosten hat. Besonders wichtig ist es, neben dem Blick für das GPS-Gerät, den für seine Umgebung nicht zu verlieren. Sind die sogenannten Caches doch meist clever versteckt. Und Jugendbüro Piranha führte das Geocachen im Rahmen des Sommerferienprogramms durch. Bis zum Schulbeginn am kommenden Donnerstag plant das Büro weitere Höhepunkte für die Kinder und Jugendlichen. Wir werden nächste Woche am Dienstag noch nach Berlin fahren. Da haben wir eine kleine Reisegruppe von 10 Jugendlichen, mit denen wir uns den Bundestag anschauen wollen. Dort haben wir eine Besichtigungstour. Und am letzten Ferientag, am Mittwoch, haben wir hier auf dem Hof des Kinder- und Jugendbüro Piranha ein Kinderfest noch, ein Ferienabschlussfest geplant mit Hopseburg und vielen Spielen und leckeren Sachen. Somit steht einem motivierten Start in das neue Schuljahr nichts im Weg. Und auch in unserem nun folgenden Beitrag bleiben wir bei der Kinderbetreuung bzw. beim Thema Kinder. Denn wir der Elbe-Kanal führen in diesem Jahr die Aktion Grillen für Kinder der Region durch. Sie können sich dafür noch bewerben mit Ihrer Einrichtung, ob Jugendclub, Kindereinrichtung, Kindertagesstätte oder Schule. Bewerben Sie sich hier noch einmal die Möglichkeiten dazu. Bei unserer neuen Aktion Grillen für Kinder der Region besucht der Elbe-Kanal mit seinem Team Einrichtungen in der Region, wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Jugendclubs und ähnliche Einrichtungen, um gemeinsam für 2 Stunden eine Grillparty zu veranstalten. Ein großer Spaß für die Kinder und Jugendlichen im Salzlandkreis, denn wir bringen Grillwurst, Bulette, Senf, Ketchup, Brot und natürlich unseren Grill mit. Gute Laune ist vorprogrammiert und ich als Moderator bzw. Grillmeister Christian Kolbe bin ebenfalls dabei. In lockeren Gesprächen möchten wir mehr zu den Einrichtungen erfahren, mit den Kindern ins Gespräch kommen und aktuelle bzw. wichtige Themen rund um die Kinder- und Jugendarbeit im Salzlandkreis erfahren. Wenn ihr mit eurer Einrichtung auch an der Aktion Grillen für Kinder der Region teilnehmen möchtet, dann bewerbt euch jetzt. Einfach das Anmeldeformular ausfüllen und wir setzen uns dann persönlich mit euch in Verbindung und schauen, wann wir denn mit unserem Grillen für die Kinder der Region bei euch zu Gast sind. Nur
Nutzen Sie Ihre Chance, bewerben Sie sich. Wir kommen gerne zu Ihnen, um einfach mal 2 Stunden Grillparty durchzuführen. Also alles weitere dann auf elbekanal.de. Sehr geehrte Zuschauer, das Medium der Woche ist immer wieder Bestandteil hier bei uns im Regionalmagazin, so natürlich auch in dieser Woche. Zu gewinnen gab es Helene Fischer und wer jetzt seinen Namen unten eingeblendet sieht, darf sich natürlich freuen über die CD. Auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, viel Spaß mit der CD. Und auch ein neues Medium der Woche steht schon wieder in den Startlöchern. Diesmal 2 CDs randvoll mit aktuellen Charts. Die Bravo Hits 98 wartet auf zahlreiche Gewinner. Heute gibt es schon einmal den Einblick. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Bravo Hits 98. Die neueste Ausgabe des Kult-Templers, wie immer top aktuell. Frei nach dem Motto Never Change a Winning Team wartet auf 2 randvollen CDs wieder alles, was die aktuellsten Hitlisten so hergeben. Der perfekte Sommermix enthält die erfolgreichsten Künstler wie Lena, Robin Schulz, Helene Fischer und die Imagine Dragons. Miley Cyrus mit ihrer neuen Single Malibu, Charlie Puth mit Attention oder Jonas Blue mit Mama dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Auch Sie möchten die Bravo Hits gewinnen? Dann schalten Sie doch in der kommenden Woche das Regionalmagazin ein. Dort gibt es wie immer das Gewinnspiel, die Gewinnfrage. Vielleicht klappt es ja dann am kommenden Freitag mit dem Gewinn hier im Regionalmagazin. Blicken wir nun auf eine ganz besondere Urlaubsreise. Und zwar mit der AIDA Mar geht es raus aufs Wasser. Wohin und was das Besondere und Schöne daran ist, das möchte Ihnen jetzt das Schurbusreiseunternehmen einmal persönlich präsentieren. Leinen los mit AIDA zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen. Genießen Sie mit uns eine traumhafte Kreuzfahrt mit Wellness vom Feinsten, kulinarischen Höhepunkten, fantastischem Entertainment und vollkommener Erholung. Ob perfekte Entspannung oder aktive Erholung, Familienferien oder Entdeckerurlaub. Ihr Zuhause auf See eröffnet Ihnen grenzenlose Vielfalt. Sie werden AIDA lieben. Willkommen bei AIDA. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord unserer wunderschönen Schiffe mit erstklassigem Service zu verwöhnen. Wir kümmern uns um alles, damit Sie Ihren Urlaub genießen können. Fantasie ist unser Lieblingsrezept. Genießen Sie in unseren Buffet-Restaurants Köstlichkeiten aus den besten Küchen der Welt. Vom Frühstück bis zum späten Abend tafeln Sie nach Ihren Vorlieben. Ohne Tischordnung und feste Zeiten. Unsere Spitzenköche holen für Sie den Himmel auf das Meer. Anspruchsvolle Genießer können sich in unseren Gourmet-Tempeln verwöhnen lassen. Das ist Hochgenuss auf Sterneniveau.
Von den wunderschönen Eindrücken einer Reise mit der AIDA Mar und dem Unternehmen Schurreisen hier aus Schönebeck kommen wir nun zu weiteren Veranstaltungshinweisen. Wo es sich lohnt, einmal vorbeizuschauen, haben wir für Sie rausgesucht. Hier sind unsere Vorschläge. Naturfreunde, aufgepasst! Die NABU lädt alle Interessierten am Samstag, dem 5. August 2017 um 10 Uhr in die Nachtigallenoase zu einer Führung ein. Die Nachtigallenoase ist ein sehr lebendiger Lebensraum für alle möglichen Arten von Tieren. Karl-Heinz Schuppe von der NABU Schönebeck wird Sie einmal über das Gelände in der Chausseestraße führen, Anregungen und Hinweise zur Pflanzenauswahl geben und über die Bedeutung als Umweltbildungsstätte informieren. Die Veranstaltung ist kostenlos, jedoch wird um eine Spende gebeten. Das IFA und Ostmobile Treffen in Biere gehört schon zu einer kleinen Tradition. Die mittlerweile 9. Auflage findet am 5. August von 10 bis 17 Uhr im Park an der Friedenstraße statt. Es wird eine Vielzahl alter Fahrzeugtechnik präsentiert und lässt somit alle großen und kleinen Fanherzen höher schlagen. Mehr als 300 Fahrzeuge werden erwartet. Neben der Ausstellung wird es Rundfahrten mit einem Icarus-Bus, einem Teilemarkt, einem Grillstand, einem Eismobil und einer Gulaschkanone geben. Für die musikalische Umrahmung sorgt von 10 bis 13 Uhr die Band Jazz Syndikat und zum Abend Trio ABMWO. Alle Camper haben die Möglichkeit, sich über das Kontaktformular auf www.ostmobiletreffen.de anzumelden. Der Eintritt ist frei. Wer sich für Geschichte interessiert, der kann am Sonntag, dem 6. August 2017 von 10 bis 16 Uhr mal in der Gedenkstätte am Moritzplatz in Magdeburg vorbeischauen. Dort werden jeweils um 10.30 Uhr und um 14 Uhr auch öffentliche Führungen angeboten. Des Weiteren ist die dortige Fotoausstellung Vergessenes Magdeburg von Jutta Rödling ebenfalls noch bis zum 6. August geöffnet. Der Eintritt ist frei. Zum nächsten abendlichen Kräuter- und Erlebnisgarten im Außenbereich des Kunsthofes Bad Salzelmen begrüßt am 7. August um 19 Uhr die Apothekerin Julia Möhring interessierte Gäste. Bei der kommenden Veranstaltung dreht es sich um Arzneimittel pflanzlicher Herkunft und ihre Anwendung. Treffpunkt ist der Eingang zum Gartenbereich des Kunsthofes am Hexenhügel. Die Veranstaltung dauert ungefähr eine Stunde und kostet 4 Euro pro Person. Zwei Fakten werden besonders groß geschrieben in der neuen Veranstaltungsreihe im Kunsthof Bad Salzelmen. Natürlich und selbstgemacht. Mit der zweiten Auflage lädt Katrin Kienast am Mittwoch, den 9. August 2017 um 19 Uhr zum Kreativabend in Schausiederhaus ein. Beim kommenden Kreativabend Salben und Cremes gibt es neben Wissen rund um die Wirkungsweisen und Anwendung auch die Möglichkeit, eigene Produkte herzustellen. Um ausreichend Materialien vorbereiten zu können, werden Interessierte gebeten, sich vorab telefonisch unter 0152 0985 9579 oder per Mail unter katrin.kienast@googlemail.com anzumelden. Vom 10. bis 15. August ist der Zirkus wieder in der Region. Europas größter, bester und schönster Zirkus präsentiert seine neueste Sommerproduktion mit dem Titel Evolution. Am Messeplatz am kleinen Stadtmarch wird das Jubiläumsprogramm der Superlative mit den schönsten Papageien Europas, dem riskantesten Ritt auf dem Todesrad und der größten gemischten Raubtiernummer der Welt aufgeführt. Vorstellungen finden werktags um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr und am Sonntag um 14 und 18 Uhr statt. Am letzten Gastspieltag, dem 15. August, gibt es nur eine Abschiedsvorstellung um 15.30 Uhr. Die Royal Rangers Schönebeck treffen sich am Freitag, den 11. August um 16.30 Uhr auf der Saline-Insel hier in Schönebeck. Um gleich das erste richtige Pfadfindergefühl zu bekommen, veranstalten die Rangers ihre erste Stammolympiade, bei der an verschiedenen Stationen Können, Geschicklichkeit und Teamfähigkeit bewiesen werden können. Musik
Sie bestimmen das Stadtbild und die Geschichte Bad Salzelmens bzw. des früheren Großsalzes, die Fenner. Die erste sogenannte Fenner-Tour in diesem Jahr findet am Freitag, den 11. August 2017 um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist vor der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Die Tour dauert etwa 2 Stunden und kostet 6 Euro pro Person. Für Gruppen ab 10 Personen ist eine Anmeldung erforderlich. Bis Oktober ist der Fenner jeweils am zweiten Freitag im Monat unterwegs. Für Gruppen können darüber hinaus jederzeit Termine vereinbart werden. Beim nächsten Kurkonzert am 13. August 2017 um 15 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher auf einen Auftritt des Landespolizeiorchesters Sachsen-Anhalt freuen. Dieser Auftritt ist bereits der zweite in dieser Saison. Es folgen noch 3 weitere Konzerte, die jeweils sonntags in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf der Kurparkbühne stattfinden. Der Eintritt ist frei. Die Revue Zauber der Travestie mit Gästen aus namenhaften Kabaretts Deutschlands ist erneut zu Gast in Schönebeck. Am Samstag, dem 21. Oktober ab 20 Uhr und Sonntag, dem 22. Oktober ab 15 Uhr, können Sie sich wieder von den verschiedensten Künstlern verzaubern, anregen und überraschen lassen und dabei die unterschiedlichsten Eindrücke von verrückt bis lustig sammeln. Einlass ist jeweils 1 Stunde vor Showbeginn. Karten bekommen Sie in der Stadtinformation in Schönebeck sowie am Kunsthof in Bad Salzelmen. Soweit die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage und Wochen, sehr geehrte Zuschauer. Und eins darf ich Ihnen jetzt schon ans Herz legen, nämlich den kommenden Sonntag. Denn hier haben wir bis zu 13 Sonnenstunden. Das bedeutet, den Sonntag definitiv im Freien verbringen. Der Sommer ist zurück, ob am See, an der Elbe oder auch einfach mal spazieren im Kurpark. All das ist am kommenden Sonntag möglich. Wie das Wetter am Samstag und am Montag wird, das haben wir jetzt für Sie vorbereitet. Hier kommt sie, die Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Ein warmes und sonniges Wochenende steht bevor und damit begrüßen wir Sie zur Wettervorschau für die kommenden 3 Tage. Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad. Ab und zu könnte es etwas nieseln. Zum Sonntag verziehen sich die Wolken und die Sonne kann sich in ihrer vollen Pracht zeigen. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 23 Grad. Aber auch an diesem Tag ist mit Nieselregen zu rechnen. Der Start in die neue Woche bringt ebenfalls sonniges und trockenes Wetter mit sich. Das Thermometer klettert auf angenehme Temperaturen bis zu 25 Grad. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein gutes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Sehr geehrte Zuschauer, das Wetter der kommenden Tage ist vielversprechend, Sonne und warme Temperaturen. Somit steht einem wunderschönen Wochenende nichts mehr im Wege. Darin möchte ich Sie auch entlassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Einschalten und dabei sein. Lade Sie ein, am Montag wieder mit dabei zu sein. An diesem Wochenende auch wieder Alphabeat, unser Musikmagazin hier aus dem Studio 7, jeweils am Freitag und Samstag ab 22 Uhr bis in die Morgenstunden den DJs auf die Finger schauen. Ansonsten auch gerne im Internet unter elbekanal.de. Schauen Sie vorbei, klicken Sie sich durch, auch bei Facebook. Das war's. Ihnen ein schönes Wochenende. Ihr Christian Kolbe.